Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einer neuen Folge The Whispered World. In der letzten Folge haben wir unser Tutorial durchgespielt und ich werde jetzt mal schauen, was es hier alles zu entdecken gibt. Hier draußen haben wir ja schon mal ein bisschen geguckt. Ich denke, wir fangen mal an, eine Schaufel anzuschauen. Das ist immer gut. Wenn da was ist zum Anschauen, dann gehen wir mal hin und gucken. Das ist Opas Schaufel. Er gräbt damit nach Wurzeln und Zwiebeln, macht den Kompost und ich glaube, er rührt damit auch die Suppe um. Okay. Nein, das ist kein Löffel. Seltsam. Wie komme ich da überhaupt drauf? Okay, kannst du die mitnehmen? Haha! Entschuldigung, wir haben eine Schaufel. Also eigentlich wollte ich erstmal hier in den Wohnwagen rein und gucken, was es da noch zu entdecken gibt. So, da sind wir wieder. Wir hatten ja die Schublade schon angeguckt und den Zettel gefunden, also gucken wir uns jetzt mal hier ganz in Ruhe um. Na? Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. Kleine Flamme der Hoffnung, wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen. Okay. Kann man die mitnehmen? Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Ach ja Gott, du solltest sie auch nicht anfassen. Na egal. Gucken wir mal, was hier so alles hängt. Komm. Hallo. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Okay. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man in größeren Städten auftritt. Aha, wusste ich auch noch nicht, dass das so geht. Ich komme nicht ran, aber Ben will sowieso nicht, dass ich seine Mützen trage. Er sagt, sie hängen danach immer so jämmerlich nach unten. Okay, gut, die Mütze ist uninteressant. Ich schätze mal... Bommeln, Halskrausen, Glöckchen... In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Also von der Wäsche ist er nicht allzu angetan, merke ich mal. Ich gucke trotzdem weiter. Bommeln, Halskrausen... Okay. In einem Kartoffelsack würde... Das Gleiche. Gut, kann man hier beim Bett... ein Papierfetzen. Was haben wir denn da? Angucken. Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Ja, Ben kann scheinbar alles irgendwie besser als Sedgwick. Okay, was haben wir denn da? Da soll Sedgwick sein. Erkennt man ja, ne? Steht ich dran. Da ist eine Kanone. Sehr interessant. Hier haben wir einen Pfropfen. Eine Bombe. Und ein Fallschirm. Mal gucken, ob er was dazu sagt. Schauen wir uns das mal genauer an. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Oha, okay. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Dem Kanonier soll nichts passieren. Und dir? Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Oh Mann, wie ich diesen Trick hasse. Ich würde auch nicht unbedingt durch die Luft fliegen wollen. Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ja. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Okay. Gut, das haben wir uns mal angeguckt. Also, ich weiß nicht. Mal schauen, ob wir diesen Trick auch zu sehen bekommen. Das Bett, da ist nichts. Was haben wir denn hier? Was ist das mal? Unser alter Ofen. Die Klinke ist abgebrochen. Na? Hallo? Oh mein, leider ist die Klinke abgebrochen. Okay, gut.
Meine Maus will wieder nicht so, aber die Klinke ist abgebrochen. Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Ja, gut, okay. Da war doch eben da oben... Ah, ein Loch. Ach, komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Okay. Das müsste bestimmt mal durchgepustet werden. Aber das sollte jemand machen, der größer ist. Und kein Asthmatiker. Und jemand, der keine Angst davor hat, an einer Rußvergiftung zu sterben. Jemand anderes halt. Ah, jemand anderes. Okay, vielleicht Ben. Wenn mein Arm doch nur länger wäre und dünner und zwei weitere Ellbogen hätte, dann könnte ich hineingreifen und den Ofen von innen öffnen. Aha, okay, das ist vielleicht schon mal ganz wichtig, den Ofen von innen zu öffnen. Was haben wir denn hier? Oh Gott, Teppich. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Und dann haben wir den Bärenkopf. Na, den schauen wir uns auch an. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht, egal wie groß dein... Du kannst immer noch als... Ja, ist gut. Sonst noch was mit dem Bärenkopf machen? Hallo? Bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Stimmt, auffallend. Kann man den streicheln? Aha! Oh, oh! Was ist das? Ein Schlüssel! Ja, den schnappen wir uns doch mal direkt. Puh, ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Oh Gott, ja. Also, das war jetzt nicht so gut, ne? Gucken wir mal, was haben wir denn da gefunden? Ah, wir haben schon einen Zettel, wir haben eine Schaufel und da einen Schlüssel. Gucken wir mal, was das für eine ist. Ben hat den Schlüssel sicher nur versteckt, um mich zu ärgern. Ich bin ja schon ruhig. Ach so, okay, gut. Kannst du noch was mit dem Teppich machen vielleicht? Hallo? Bist du wirklich tot? Okay, das hatten wir oder schon. Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Ja, kann man den Teppich auch irgendwie? Der Teppich sieht zwar flauschig aus, aber ich fasse ihn lieber nicht an. Ich will nicht nach totem Bär riechen, wenn ich in den Wald gehe. Okay, gut. Ah, eine Tür. Ja gut, dann guck die Tür mal an. Ben lässt die Tür gerne offen, wenn es draußen warm ist. Als hätte er noch nie etwas von Skorpionen gehört. Gibt's da welche? Ich mag keine Skorpione. Hallo? Falls sich da jemand hinter der Tür versteckt, ich habe einen Vorschlag. Du springst nicht plötzlich aus dem Versteck und ich werde nicht so tun, als hätte ich keine Angst vor dir. Abgemacht? Gut, wir haben einen Deal. Okay. Mach mal zu. Jetzt ist die Tür zu. Hat das was gebracht? Finden wir da noch was? Huch. War da was? Nee. Ja, ist nur die Tür. Okay, da gibt es sonst nichts. Okay, also haben wir eigentlich nur was wegen dem Loch. Was könnte man denn... da oben kommen wir nicht ran. Da ist ein Loch. Da haben wir aber auch nichts zum drin rumstochern, oder? Die Schaufel wird uns ja bei dem Loch wahrscheinlich nicht helfen. Gucken wir mal, die Schaufel irgendwie mit dem Loch da oben? Nein, der Ofen ist schon kaputt genug. Und hier geht sowieso alles langsam in die Brüche. Da muss man nicht auch noch nachhelfen. Dachte ich mir fast. Aber, ja, wir könnten ja mal gucken. Ben hat leider recht. Spot hatte nur Durst. Komm, Spot, ich will hier weg. Lass uns ein wenig im Herbstwald umsehen, ja? Okay. Wenn wir den nehmen. Kann Spot vielleicht als Raupe in dieses Loch krabbeln? Gucken wir mal. Das könnte tatsächlich klappen. Hey, Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du, du schaffst das? Na dann mal los. Oh, wie süß. Küsschen. Uff.
Goldig. Nicht ganz übel. Schön. Was haben wir da? Eine Schatulle. Ja, komm. Hey, das ist doch Bens Schatulle. Was hat die denn im Ofen zu suchen? Schnapp sie dir mal. Wollen wir direkt doch mal gucken, was das ist. Nee, nicht nehmen. Noch sinnloser als aus dem Nähkästchen zu plaudern, ins Nähkästchen reinplaudern. Okay, wir haben doch einen Schlüssel gefunden. Vielleicht könnte der zu der Schatulle gehören. Probieren wir doch mal. Ob das der Schlüssel zu Bens Schatulle ist? Ja, passt. Die Schatulle ist offen. Supi! Oh, wir haben eine Karte gefunden. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht mehr verlaufen. Aha! Okay. Cool. Nein, das ist keine Speisekarte, sagte der Clown, aber niemand lachte. Okay, wir haben eine Karte gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, mehr finden wir hier auch nicht. In der Schublade hatten wir ja schon geguckt, da war nur der Zettel drin. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach draußen. Komm. Tschüss. So, und dann wollten wir ja eigentlich in den Herbstwald. Jetzt haben wir auch sogar schon eine Karte, das ist wunderbar. Dann, ja, gibt es hier erstmal nichts weiteres zu tun. Dann gehen wir doch mal in den Herbstwald. Kommt, da gibt es auch einen Pfeil. Ey, guck mal, den habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Ja, wo ist der Pfeil? Hallo, Pfeil. Komm her. Bleib mal da. Auf geht's. Leute, wir wollen in den Herbstwald. Wo willst du hin? Ich wollte mich ein wenig im Wald umgucken. Verlauf dich nicht. Keine Sorge. Wir haben eine Karte. Wir verlaufen uns schon nicht. Da zuckeln sie los. Hä? Das hätte ich dir gleich sagen können bei deinem Orientierungssinn. Och nö. Jetzt echt? Das ist... Na gut, reden wir mal mit Ben, was das jetzt zu bedeuten hat. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Ich würde sagen, warum verlaufe ich mich immer? Warum verlaufe ich mich immer? Weil du zu nichts zu gebrauchen bist. Darum, dein fehlender Orientierungssinn ist nur ein weiterer Eintrag auf der langen Liste deiner Unfähigkeiten. Ohne Karte und Kompass könntest du nicht einmal deine Füße finden. Und was soll das jetzt? Ich suche meine Füße, damit ich dich für die Bemerkung treten kann. Okay, ohne Karte und Kompass. Aha, eine Karte haben wir ja schon gefunden. Ja, dann sollten wir mal gucken, wo wir einen Kompass herbekommen. Woher bekomme ich einen Kompass? Ich glaube, Opa hat einen. Frag ihn doch mal. Na toll, da kann ich ja genauso gut Bruno fragen. Opa ist so senil, er kann kaum zwei zusammenhängende Sätze sagen, ohne die Frage zu vergessen. Ich mag vielleicht senil sein, aber ich habe immer noch zwei Ohren. Mit denen ich sehr gut sehen kann. Au, Backe, das wird anstrengend. Das glaube ich auch. Okay, bis gut. Später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Okay, dann versuchen wir das mal und fragen mal den Opa, der scheinbar auch kein allzu gutes Gedächtnis mehr hat. Ja gut, sag mal, im Alter, ne, da darf man das so. Ich nehme mich da manchmal nicht aus. Und ich bin noch nicht so Opa alt. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. Mhm. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte eben so. Was hast du auf dem Herzen, Ben?
Ja, fangen wir mal wieder von oben an. Da gibt's bestimmt so einiges zu reden. Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerzen und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Himmel. Hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken? Mhm. Das scheint ein sehr ausgiebiges Thema zu sein, die Hose. Und wir wissen ja, hier hängt eine Hose, die schon, weiß der Geier, was alles miterlebt hat und fast einen Krieg angezettelt hat. Vielleicht ist die nochmal wichtig. Aber wir schauen erstmal, was sonst so geht. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht, Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn! Träume sind keine Schäume! Schäume sind sehr nützlich! Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Ja. Also ich würde ja lieber den Kaffee kalt trinken, anstelle von Kopfschmerzen bekommen. Ganz ehrlich. Oder gar keinen Kaffee trinken? Wäre auch noch eine Alternative. Aber Rasierschaum im Kaffee, damit ich Kopfweh krieg? Nee. Ich würde mich gerne im Herbstwald umgucken, aber ich verlaufe mich immer. Du willst spazieren gehen? Hast du Spot denn schon was zu trinken gegeben? Ja, Opa, es ist alles erledigt. Na, dann hast du dir auch einen kleinen Spaziergang verdient. Aber gib Acht! Der Herbstwald ist groß und dicht, wie mein Bad. Man kann sich leicht darin verirren, ebenfalls wie in meinem Bad. Das habe ich schon gemerkt. Am besten du nimmst meinen Kamm, ich meine Kompass. Ach, wo habe ich ihn nur hingelegt? Ah, ich weiß. Er liegt im Wohnwagen unter dem Bett. Prima, danke Opa. Unterm Bett war das, nicht wahr? Ja, unter dem Bett. Ich nasche nachts gerne noch einen Löffel. Du naschst davon? Vom Kompass? Ich weiß, dass es ungesund ist, aber in meinem Alter... Bist du dir sicher, dass du den Kompass meinst? Nicht vielleicht Kompott? Kompott? Was unterstellst du mir da? Hast du etwa in meinen Aufzeichnungen geschnüffelt? Und überhaupt, wenn ich so etwas planen würde, dann ginge dich das gar nichts an. So ein Kompott kann große Kreise ziehen. Ein Kompott, das große Kreise zieht? Ja. Also halte besser deine Nase daraus. Och, Opa, du meinst Komplott. Du planst ein Komplott. Ein Komplott? Wovon redest du nur? Ein Komplott muss man nicht groß planen. Ich habe gerade vorhin eines angelegt. Direkt hinter dem Wohnwagen. Das war ein Kompost. Unmöglich. Den Kompost habe ich doch immer bei mir. Den Kompost? Ja, er ist in meiner Hose. Da bin ich mir ganz sicher. Moment, hier ist er. Opa, das ist nicht der Kompost. Das ist der Kompass. Ja? Aber wo ist dann der Kompost? Kannst du mal bei mir unterm Bett nachsehen? Mach ich. Später. Erinnere mich einfach nochmal dran. Erst einmal gehe ich in den Herbstwald. Aber sei rechtzeitig zum Mittag wieder zurück. Hörst du? Nein, danke. Es gibt ja doch wieder nur Petroleumsuppe. Was war das? Och, nichts. Danke, Opa. Aha, okay. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Das gucken wir uns später bis an. Bis später. Kopf hoch, Ben. Ja, wir wollen ja in den Herbstwald. Gut, ich glaube, dafür würden wir aber am besten in einer neuen Folge das Ganze angehen. Jetzt haben wir erstmal uns die Karte und den Kompass gesichert. Also ich hoffe mal, verlaufen werden wir uns jetzt nicht mehr. Wir gucken uns den noch kurz an. Der Kompass zeigt nach Norden. Dort ist alles still, öd und einfarbig. Es muss wunderbar sein. Ah, okay. Der Kompass zeigt nach Norden, ja, wo gut, die Menschen... Okay. Es muss wunderbar sein. Gut, jo. Dann haben wir erstmal die Zutaten, die wichtig sind. Dann werde ich jetzt hier den Part beenden. Und im nächsten Part schauen wir uns im Herbstwald um.
dann lernen wir auch mal was Neues kennen. Ich hoffe, euch hat's bis hierhin soweit gut gefallen. Wir sehen uns dann. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.